Jo, und so passt das dann auch schon wieder. Da sind wir auch schon wieder verbunden und jetzt geht's hier weiter. Genau, wir wollten hier einen Wasserfall bauen. Das machen wir diese Folge aber nicht, sondern wir gucken nochmal nach den Feldern. Oh, guck mal, die sind nämlich alle schon gewachsen. Und ich habe überlegt, eigentlich müsste man hier zwischen irgendwie so einen einzelnen Gang einmal durchziehen. Die Felder würden dann hier natürlich noch eins rausstehen. Aber man kommt halt dann wunderbar zwischen den Feldern durch. Und wäre vielleicht nicht die blödeste Idee. Aber erstmal gehen wir ein bisschen ernten, denn es gibt jetzt. Hier unten kann man es sehen. Man kann es sehen. Ja, hier unten gibt es nämlich jetzt eine Hungermod. Meine eigene. Bisschen Eigenwerbung machen. die hatte ich jetzt die letzten 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen, irgendwas in dem Dreh mal zusammengeschraubt. Und, Moment. Kurz mal hier einklappen. So. Und, ja, die funktioniert auch soweit. Das finde ich ganz gut, denn, sie ist ein bisschen moderner als so die gängigen Hungermods, sag ich mal, ne? Mit wie es gespeichert wird und so weiter. Wen es interessiert, einfach mal den Code angucken. Geht eigentlich, ist ganz simpel gemacht. Gefällt mir aber. Ich habe sie getestet und sie funktioniert und sie tut, was sie soll. Und man sieht auch schon, ich verliere ein bisschen Hunger. Das heißt, wir brauchen mal ein bisschen was zu futtern jetzt, bevor wir dann wirklich loslegen mit dem Bauen und dem etwas Verbreitern des Wegs zwischen den Feldern. Ah, gucken wir gleich mal. So. Ja, Kartoffeln hier. Ich habe ja auch gebackene Kartoffeln. So, erstmal. Man sieht übrigens dann, steht dran. Ich wollte jetzt gerade wieder drauf zeigen. Das ist so der Reflex. Steht auch dran, wie viel geheilt wird. Und na, hier, also ein rohes Stück Fleisch bringt nicht so viel. Aber wenn man es dann gebacken hat, dann bringt es ein bisschen mehr. Funktioniert letztendlich ganz genauso wie die bekannten Hungermods. Ja, ist aber meine eigene. Ich mache meine eigene Hungermod mit Blackjack und. Nein, okay. ich wollte zum Ofen, ne? Genau. So. Schleich, schleich, schleich. Funktioniert der ganze andere Kram hier eigentlich noch? Ja, funktioniert noch. Einwandfrei. So. Ab in den Ofen damit, genug habe ich noch. Dann kommt hier ein bisschen Kartoffel rein und den Rest, den müssen wir mal wieder anpflanzen, beziehungsweise zum Teil wieder anpflanzen. Müssen wir gleich mal gucken, wie wir das machen. So, da wir jetzt hier einen weitergehen, heißt das, hier kommt weg. Hier kommt der Zaun wieder hin. Ne, Moment. Das bleibt hier so, wie es ist. Dann kommt hier einmal Zaun, dann ist hier Weg, dann ist hier Zaun. Das heißt, bis hier muss dann. Ups. Bis hier muss dann weg. Gut, ich denke, das kriege ich hin. Allerdings nicht mit so einem vollen Inventar. Können wir gleich nochmal kurz reingehen. Dann habe ich mir nämlich noch was anderes überlegt. Ja, wenn man dann im Keller ist, der ja eigentlich keiner ist. Moment, ich hole mal kurz meine Hacke raus. Uai, hallo. Na. So. So. Kann man nämlich von hier unten. Ja, hier ist ja diese. Ja, wir machen hier nämlich einfach ganz dreist. Schade, passt nicht. ganz dreist einfach mal hier auf. Ach ja, Inventar war voll. Und dann kann man nämlich hier wunderbar. Hier geht es natürlich nicht, aber haben wir hier nämlich wunderbar eine Tür. Und ich habe noch ein bisschen Kies. Ja. Upp, die sind jetzt weg, aber das ist egal. So, na, dann kommt hier die Tür rein und dann haben wir nämlich hier echt irgendwie, ups, ah, hallo. Echt mal einen Durchgang. Spart uns so ein bisschen den Weg, dass wir da permanent oben rumlaufen müssen, ne?
So, dann muss ich ganz kurz noch mal eben was anderes gucken. Kleinen Augenblick. Dateigröße 9. Okay, also ich nehme jetzt ein bisschen anders auf, als ich es vorher gemacht habe. Man hört es vielleicht auch am Ton. Der müsste jetzt insgesamt ein bisschen lauter sein als letztes Mal. Ich hatte Pioneer aufgenommen, das hat man ja irgendwie gar nicht mehr gehört hinterher. Ist ein bisschen dumm gelaufen, aber es sollte jetzt besser sein. Andere Sache, die ich auch noch gemacht habe, Moment. Wo haben wir denn hier? Haben wir. Wir haben jetzt die Möglichkeit, die Facecams uns an- und auszuschalten, wie wir das gerne haben möchten. Die brauchen wir, die brauchen wir nicht. So. Für irgendwelche Spiele, die mal die Facecam an einer anderen Position benötigen, ist das, glaube ich, ganz sinnvoll. Ansonsten passt sonst soweit alles, ja. Also, alles ein bisschen aufgebohrt seit dem letzten Mal. Ich wollte ja hier eben anpflanzen. Weil das Beet hier, das bleibt wie es ist. Da ändert sich nichts dran. Ja. Zack, 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 zack. Tak, 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 tak. Na. Bleibt hier irgendwie so ein bisschen hängen, weil die Collision Box da irgendwie so ein bisschen blöd ist, ne? So. So. Die restlichen kommen, die hauen wir eben weg. So. Hier. Ja, die heilt 6 und die anderen hat halt weniger geheilt. So, dann müssen wir hier durch. Ah, dann brauchen wir wieder wahrscheinlich ganz viele Zäune. Ich habe natürlich wieder null irgendwas dabei. Ich denke mal. Na, haben wir Holz? Ich gucke mal eben, ob wir Holz in der Kiste haben. Ackerbau, Bergbau, Miese und Technik, Möbel. Hier diese Lücke, da müssen wir mal. Naja. Obwohl, ihr könnt dann auch noch eine Kiste hin, ne? Steinzeug, Möbel, wo habe ich denn Holz? Ökokram, Holzzeug. Ich habe sogar noch Zäune. Siehste mal, alles gut. Dann geht's einmal wieder raus. Hier müsste noch die Tür rein. Mal gucken, wann ich die mache. Ja, wir brauchen schon Zauntore, ne? So, hier war, genau, hier war nicht, da war, hier war zu, da ist Stein drin. Das heißt, wir machen dann hier mal weg. Das wird sich natürlich bis hinten durchziehen. So, machen wir hier auch einmal weg. Ja. So, dann machen wir hier einmal zu. Ja. Machen wir hier auch einmal zu. Na. Es hätte ja fast gereicht, wenn ich nicht aufgepasst, wenn ich aufgepasst hätte. Ah, ja, so, so, so. Zack. Ich bin so ein bisschen müde irgendwie heute, ne? Aber jetzt habe ich so lange nicht mehr aufgenommen, dann dachte ich mir, wird es mal wieder Zeit. Ja. Ich weiß gar nicht, hört man meine neue Tastatur ein bisschen lauter? Ja, das geht wieder. Guck mal hier, da sind Dingstasten. Da. 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 Da auch. Da auch. Kabel ist ein bisschen kurz, deswegen hole ich sie jetzt mal nicht ganz hervor. Ja, ich habe mir jetzt endlich dann doch mal Tastatur zugelegt und bin da ganz zufrieden mit. Wenn ich es nicht vergesse, schreibe ich es in die Kommentare. In die Kommentare, in die Dings hier, Info, Notifika, Info, Hinweis, Text. Ich schreibe irgendwas Sinnloses Box rein. Ja, rein. Reingeschrieben. So. Du, 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 du. Hier muss auch zu. Ja, Tastatur tut, was sie soll. Die komischen Tastenkappen da, die WSAD-Tasten sind so Gumminippeltasten. Sind auch ganz praktisch. Es ist halt hier jetzt die Tastatur wirklich nur zum Spielen gedacht. Ja. So, also, guck mal hier. Weg haben wir hier schon mal hier. Hier muss nämlich noch eine Pforte rein. Haben wir noch eine Pforte dabei? Haben wir keine Pforte mehr dabei? Na gut, dann bleibt hier erstmal offen. Zack. So.
Dann haben wir nämlich hier schon mal schön, der muss dann hier erweitert werden. Und hier gibt es dann ein bisschen Überhang wieder, ne? Schauen wir mal kurz. Ja, ein bisschen. Ich sollte vielleicht mal irgendwann ein bisschen Zeug wegtun in die Kisten. Ja, aber erstmal habe ich jetzt hier ein bisschen Platz geschaffen. So. Dann sieht man es, ich sitze im natürlichen Tageslicht. Da ist Tageslicht ganz viel. Es hat geschneit übrigens, ne? Winter is coming! es soll nochmal wieder kalt werden, also Vorsicht beim Rausgehen. Duck, 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 duck. Ja. Weg damit. Weg damit. So, wie weit müssen wir denn hier raus? Jetzt haben wir nämlich hier Wasser, Wasser, Wasser kommt hier hin. Dann kommt, da kommt das Wasser rein. Da kommt das Wasser rein. Habe ich den Eimer? Warum habe ich denn den Eimer nicht? Gut, also 1, 2, 3, Wasser, 1, 2, 3, Zaun. Bis hier, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was wird das denn hier dann wieder an der Ecke? Das wird dann genau so ein Ding wie da hinten irgendwie, da wo es Treppe runter geht. Da hängt es ja auch schon so ein bisschen runter und das werde ich dann hier wohl genauso bauen. Aber erstmal machen wir hier jetzt Zaun. Zaun, 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 Zaun. Ja, hier passt soweit. So, das geht bis hier. Dann holen wir das hier mal den Stein raus. Oh, die Hacke reicht genau nicht. Oh, schnell eine machen. Zack, zack. Oh, kommt da wieder rein. Ja, man sieht, der Hunger, da die Hungermod ist ein bisschen sparsamer. Ich bin mir nicht ganz sicher. Eventuell setze ich die Werte, die es verbraucht, nochmal ein bisschen höher. Aber ansonsten ja, geht's erstmal so weit. Ne? Ich werde das jetzt einfach mal beobachten. Ein paar Mal spielen mit den Einstellungen und dann kann man es immer noch ein bisschen anpassen. Aber ich glaube, ein bisschen höher kann es schon noch. Ne? Also das ist ja echt irgendwie gar nichts, was hier verbraucht wird gerade. So. Erde rein. Tick, 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 tick. Tick, tick. So, machen wir hier mal. Ja, stirbt eh gleich ab, das Feld. Ich brauche den Eimer und ich brauche Wasser. So, da könnte ich ja eigentlich mal dazulegen, aber ich muss ja eh gleich nochmal ein bisschen auffüllen. Steinzeug, habe ich das in der Zubehörkiste? Mese und Technik. Habe ich hier den Eimer? Wo habe ich denn den Eimer drin? Steinzeug, Lehm und Erde, Ökokram, Holzzeug, Werkzeug, ne? Hier, da ist der Eimer. Ich werde jetzt erstmal hier vielleicht die Schwerter wegtun, während ich am Bauen bin. Die brauchen wir jetzt gerade mal nicht. Wir brauchen den Eimer. So. Und dann geht es gleich mal irgendwo hin, um Wasser zu holen. Ich hätte vielleicht erst mit dem Eimer umfüllen sollen und dann, naja, was soll's. So, hier einmal runter. Ach komm. Einmal Wasser. Home. Ah, home. So. Ich hoffe, der Spielesound ist jetzt laut genug. Ich gucke immer mal wieder so nebenbei ein bisschen auf die Anzeige. Hat er, wenn hier läuft. Also Spielesound ist leiser als das Commentary, aber das ist beabsichtigt, aber es sollte nicht so extrem leise sein. Weil letztes Mal hat man über irgendwie gar nichts gehört. Wasser hier, Wasser rein. Zack, so. Hab ich nicht. Das heißt, wir machen uns nochmal eben eine. Da reicht dann auch eine aus. Geht nicht aus Holz, oder was? Doch, geht aus Holz. Da reicht auch eine aus Holz.
Ja, reicht so gerade eben, ne? So, dann pflanzen wir hier mal ganz kurz nach, soweit wir noch haben. Das war's. So. Außenrum kommt eine Bahn Cobblestone. Upsa. Ich fasse das Feld wieder abgerissen. So. Wenn dann das da weg ist, dann gucken wir gleich mal, dass wir das bei dem anderen Feld auf der anderen Seite da genauso machen, hier hinten da. Und dann haben wir das zumindest schon mal geschafft. Schon haben wir das alles hier mal ein bisschen schöner gemacht. Es müsste ja eigentlich hier auch noch, ne? Also, wir müssten ja hier auch noch wieder zwei rüber gehen. Wollen wir das überall durchziehen? Ja, ne? Ich glaube, wir ziehen das mal überall durch. Das heißt, diese kleinen Mini-Pflänzchen kommen wieder weg. Und hier kommt auch noch mal eine Spur Cobblestone rein. Das passt dann hier. Upsa. Moment, wo ist die Hacke? Hier ist die Hacke. So. Aber das ziehen wir jetzt einfach einmal für alles durch und dann haben wir dann auch eine Struktur drin und die kann man dann auch weiterverwenden. Ich glaube, das ist ganz gut so. So, hier einmal zu. So. Und dann ziehen wir hier mit dem Hammer schon mal den Weg rein. Na, so, so, so. Das stimmt ja nur auch nicht mehr. Wo ist das Wasser? Hier ist das Wasser. Da. Da. So. Klopf, 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 klopf. So. Und dauert einen kleinen Augenblick. So. So, dann haben wir hier, dann haben wir hier, dann haben wir hier, dann haben wir hier. Ja. Oh, hier mal gleich mal auf. Ja. Zack. Zack. Ja, kein Platz mehr für Holztore. Oh, schauen wir mal. So. Ich hatte die, glaube ich, andersrum gesetzt, ne? Ich glaube, die waren so rumgesetzt. Dann setzen wir die auch wieder richtig so. So. So, hier kommt auf. Hier kommt auch auf. Zack. Ja, so. Dann kommt hier wieder zu. Ja. Dann stimmt das hier ja auch nicht mehr jetzt, ne? Cobblestone wieder hin. Zu. Ah, wenn das mal hängen bleibt hier. So, wir haben doch hier irgendwo noch eine Axt, ne? Genau, dann machen wir das nämlich hier mal ein bisschen schneller. Und dann machen wir hier auch nochmal eben. Zu. Moment. Moment. Das. Das ist dann aber hier. Also hier kommt Zaun rein, okay. Oh, die ganzen Tomaten. So. Kann ich die schon einsammeln? Nein, natürlich nicht. Das ist auch nicht weiter tragisch. Also hier kommt Zaun rein. Plop, 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 plop. So.
Das heißt, Zaun, dann haben wir den Zaun da nämlich schon mal drin. Das bedeutet dann aber auch, dass wir hier... Moment. Ah. Das bedeutet, dass wir hier... dann nämlich einen ziemlich breiten Weg haben. Was wiederum bedeuten würde, dass wir diesen kompletten Kram hier irgendwie näher ranrutschen müssten. Aber ich glaube, das werde ich nicht machen. Dass man hier natürlich auch so einen kleinen Platz irgendwie machen kann. Ich meine, hier ist ja auch die Tür. Das wäre dann halt einfach hier so ein Arbeitsbereich oder sowas, ne? Ja, ich glaube, das ist einfacher und sinnvoller und sonst müsste ja nochmal alles irgendwie... Ich müsste jetzt alles, was ich jetzt hier verlängert habe, müsste ich ja eigentlich nach hier wieder runterschieben. Dann müsste ich den Weg verschieben, dann passt das hier nicht mehr, dann muss ich mir hier... Nee. Das bleibt alles so, wie es ist. Und es wird dich hier nichts dran rütteln. So. Aber wir können hier schon mal einmal auffüllen. Und dann hauen wir den Ziegelstein kaputt. So. So. Ich finde, das geht. Hier ist halt ein bisschen breiter jetzt. Na, vielleicht kann man hier eine Kiste hinstellen oder sowas. Da muss ich mal schauen, was ich da dann am besten baue. So, hier kommt auch dann... Da haben wir denn hier irgendwas? Hier haben wir was. So, ja, ja. Oha, also Inventar ist auf jeden Fall voll. Der ganze Kram, der wird einfach verschwinden, aber das ist, glaube ich, gar nicht so schlimm. Weil genug davon habe ich ja. Ich könnte aber vielleicht mal ein bisschen was... Den Kram könnte ich zum Beispiel mal wegschmeißen. Das brauche eh niemand. Da habe ich auch genug von. Das braucht auch niemand. So. Mal gucken, ob das da gleich immer noch liegt. Dann nehme ich es wieder mit. Ups. So. Ah, jetzt haben wir nämlich hier nämlich schon mal schön ein noch etwas zu schmales Beet, aber das wird sich gleich ändern. Kommen wir nämlich hier einmal den Zaun weg und dann verlängern wir das nach hinten. So. Hier muss ja auch weg, weil dann ja hier auch nochmal verlängert wird. So. Ah. Da hinten da das Ding, das immer noch vor sich hin da, ne? Und es wird langsam wieder Nacht. Das heißt, gleich haben wir wieder eine Zeitbeschleunigung. Vielleicht können wir es ja mal sehen hier. Beim Mond, ja, der ist schon... Okay. Ich mache hier mal ein bisschen Licht, weil irgendwie ist mir ein bisschen zu finster gerade. So. Ihr sollt ja auch was sehen. So. Machen wir hier auch ein bisschen Licht. Da muss man nochmal gleich mal gucken, dass wir das alles überall schön setzen. So. Wir verlängern erstmal nach hier hinten. So. Machen wir hier einmal Erde rein. Ja, fast alles wieder mitgekriegt hier. Ne? Die Tomaten, die bleiben da liegen. Das ist aber nicht schlimm. So. So. Nein. War genau falsch. Machen wir es wieder zu. Was soll's. Der Hammer hat ja keine Abnutzung. So. Hier ist dann auch falsch. So, und hier hinten, hier, da kommt der Stein dann hin.
So. Die Fackel hätte ich ganz gerne da mitgenommen. Hier, zack. Ja, komm, was soll's. Hier wird zugezogen. So. Hier wird auch nochmal zugemacht. Einmal draufhauen, zack. Ja, so langsam wird's, ne? So langsam wird's. So. Yay! Ja, also hier, wie gesagt, da wird zugemauert ordentlich, dass es dann vernünftig aussieht. Ich gehe erstmal wieder nach Hause. So. Können wir dann auch gleich nochmal machen. Aber dann haben wir eigentlich auch hier das. Die Beete, die sind jetzt alle so ein bisschen so eigenständige, kleine, in sich hier geschlossene, von allen anderen abgetrennte Bereiche. Ja, das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und sind die echt schon wieder alle gewachsen? Das ging ja schnell. Na gut. hier muss auf. Ja, hier muss auch noch auf gleich. Ne? Erstmal machen wir hier fertig. So. So, ich muss noch mal ganz kurz zwischenkontrollieren. Zack. So. Ob man die jetzt aus Holz macht oder aus Platin, Diamant, Edelstahl, ist scheißegal. so, hier muss zu bis hier, ne? Das war ja schon richtig. Zack. Hier muss auch wieder zu. So. Ach, dann kommt man hier hinten eigentlich auch so raus und dann kann man vielleicht hier irgendwie noch einen weiteren Weg bauen, dass man dann hinter den Feldern auch nochmal längs gehen kann. Vor allem soll es ja eh noch verlängert werden, ne? Also wir wollen hier noch ein bisschen größer werden. Das heißt, hier wird noch ein Feld anschließen. Hier würde ich jetzt nichts mehr dran bauen, aber hier auf jeden Fall. Das heißt, der Weg, der führt hier dann sowieso noch mal längs. Hier ist dann auch wieder so ein bisschen Absatz. Geht dann hier zu. Na, hier muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ob ich dann hier einfach so gerade abschließen lasse oder ob ich dann hier auch wieder so ein bisschen versuche, das natürlich nachzubauen. Ah, gucken wir mal. Schauen wir uns gleich mal an. Erstmal müssen wir hier jetzt gucken, dass wir die Tomatenpflanzen einmal wegmachen. So. So. Das ist gut, das ist gut. Das geht bis dahin. Ach, gucken wir mal ganz kurz hier. Das Wasser, das stimmt ja nun sowieso nicht mehr richtig. Das heißt dahin und hierhin. Hier müsste das dann hin, das Wasser, ne? 1, 2, 3, Wasser. 1, 2, 3, ja. Ja. Einmal raus, einmal rein. So. Einmal zu, einmal fein. So, und hier machen wir auch natürlich zu. Ups, so. Und 1, 2, 3, Zaun. Wir haben doch hier eine Schaufel. Warum nutze ich die denn nicht? Ja. So. Ja, komm. Weg damit. Ach, was soll's. Scheißegal. Cobblestone kostet nichts. Also von daher. Gucken wir doch mal. Steinzeug. Nein. Holzzeug, Sand, Werkzeug, Bergbau, Ackerbau, nein. Geil, ich habe tatsächlich kein Cobblestone mehr. Das heißt, wir machen hier mal kurz ein bisschen Platz. Ach komm, scheißegal, alles rein, was Öko ist. Scheißegal. So.
Und dann Bergbau. 1, 2, 3. Das kommt raus, das kommt... Eins, zwei, drei. Und dann gehen wir mal kurz Cobblestone farmen, wa? So, da ist die Hacke dann auch hin und, bisschen mehr als, naja gut, okay, fast zwei Stacks. Ich glaube, das ist okay so. Ja. Wird es schon wieder Nacht? Ja, wird schon wieder Nacht. Echt schon wieder 20 Minuten rum? Meine Güte, nee. Doch, tatsächlich. Oha. Aber gut, ein Teil ist wahrscheinlich eh wieder gecuttet, also von daher, oh, passt schon. Hier kurz mal einsammeln. So. Da kann man nämlich jetzt hier auch schön zumachen. Und ich muss mal ganz, ganz kurz die Heizung ein kleines bisschen runterdrehen hier. Oh, Moment. Auf 3. So. So. 3 passt. 3 ist gut. So. Und dann machen wir hier einmal zu wieder. Dann haben wir das nämlich schon fast fertig, ne? So. So. Dann machen wir hier einmal kurz. Ja, hat ja super gereicht. Das ist vielleicht mal eine Idee. Dass man nicht aus, aus Holz zu machen, sondern dass wir da jetzt vielleicht mal ein bisschen Cobblestone nehmen. Ich meine, jetzt haben wir ja Cobblestone. Oha. So. Und ein bisschen Hunger habe ich auch gerade. Ich habe ja alles in die Kiste geschmissen, ne? Ernähren wir uns hiervon. So. Na, bring 2. Also es sind nicht Herzen, sondern das sind dann die Hungerpunkte. Da gibt es dann auch wie bei den Lebenspunkten 20. Und immer 2, ja, 2 Hungerpunkte sind ein so ein Brotstückchen. Das ist wie bei den Herzen, wo irgendwie 2 Lebenspunkte ein Herzen ergeben. So, ein Herzen. Ja, ein Herz. so. Zack. Tomatenpflanzen. So. So. Dang, 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 dang. Dang, 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 dang. Jo, wachset und gedeiht, meine Freunde. Hier müssen wir rein, ne? Genau. Da müssen wir rein. Da sind wir schon drin. Hier müssen wir rein. Und hier müssen wir rein. Und hier müssen wir rein. So. Und hier müssen wir rein. Und bei der Gelegenheit können wir auch gleich mal gucken, dass wir hier das Wasser einmal umziehen. 1, 2, 3 Wasser. 1, 2, 3 Wasser. Passt. Hier einmal raus, da einmal rein. Hier einmal rein. Und einmal fein. So. Dann machen wir hier auch noch wieder fein. So. Und dann ist das gut. Dann haben wir das hier nämlich auch schon mal fertig. So, hier kommt man durch, da kommt man durch, da kommt man durch. Ja, hier muss man auch noch durch. So. Gut. So. So, so. Ja. Da hinten, das passt soweit alles. Ah, da kann man dann immer noch mal gucken. Ja, sind wir hier soweit, was das angeht, durch, ne?
die Beete sind alle soweit fertig. Jetzt können wir dann doch nochmal ganz kurz gucken, wie wir denn jetzt hier an die Dinger kamen. Das ging so und dann... dann macht er hier den Espenfans. Ich werde den normalen haben. Und schon haben wir nämlich wieder ein bisschen. Reicht trotzdem vorne und hinten nicht, ne? 4 Zauntore, ne? Gucken wir mal. 1. 2. Ja. 3. 4. Aber ich habe hier schon gesehen, haben wir hier noch 1. So. Da ist richtig. Und hier haben wir auch noch 1. Ich glaube, die vom Weg auszubauen ist doch eine vernünftige Idee. So, hier haben wir keins mehr. Hier haben wir 1. Das ist aber auch schon richtig. So. Gut, es fehlt 1. 2. 2 fehlen. 2 gehen aber, das ist nicht schlimm. 1 kann man noch bauen. Na, Moment. So. So. Dann haben wir hier den Rest an Stöckern noch über. So, das setzen wir mal dahin, wo man es sieht. So. So. Jo. Hier muss weg. Hier muss weg. Da muss einmal weg. So. Hier muss auch weg. So. Und das muss auch weg. So. So. Obwohl, hier kommt auch weg. So. So ist doch schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Wunderbar. Genießt. War mir ein Vergnügen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ich denke, das geht so. Kann man nämlich hier wunderbar nochmal schön... Kann man mit dem Hammer eigentlich auch da... Nee, schade. Das wäre ja was, wenn man da dann irgendwie Cobblestone draus machen könnte noch. So, das Ding ist eh gleich hinüber. Das heißt, ich mache mir schon mal... Da war mein... Hier, einen neuen. Okay, ich wollte ja hier... Hier mal anfangen wegzuhauen. Bis... erstmal bis hier zum Rand, ne? Oh, was man natürlich auch machen könnte, ne? Man könnte den Weg hier weiterführen. Und hier irgendwie... irgendwie hier rum und dann hier weiter links so als Klippenwanderweg oder sowas, ne? Dass man hier wirklich einmal komplett rum. Hier vielleicht so als Brücke hier rüber oder hier irgendwie
Oha, man könnte natürlich hier auch Tunnel und hier unten drunter irgendwo. Hi. hier noch irgendwie unten drunter und dann hier hinten irgendwo nach hinten hin oder sowas. Oder halt einfach per Treppe hier hoch und dann hier einmal so rum zu dem See, der ja eigentlich hier auch irgendwo sein müsste, ne? Der müsste, glaube ich, ja genau, der müsste hier ja auch sowieso sein, der See. Oh ja. Das wäre was, das machen wir aber nicht mehr in dieser Folge. In dieser Folge gucken wir mal, dass wir hier das eben noch so weit vorbereiten. Dann schauen wir da hinten nochmal ganz kurz, wie wir das machen und dann haben wir die Stunde auch gleich schon wieder voll in der Aufnahme. Ja, so. Zack, 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 zack. Einmal draufgehämmert. Ja, aber ich glaube, das ist eine coole Idee. Das machen wir mit dem Wanderweg. So, kommen wir hier einmal Schild hin. Gut, man kann es erkennen mit viel Liebe, aber hier geht der Klippenwanderweg längs. So. Der Weg hier ist mir irgendwie noch ein bisschen zu. Na gut, da geht hier im Feld lang, das passt schon. So, dann haben wir nämlich hier die kleinen Durchgänge. Sag mal, frisst du meine Blumen oder was? So, die wachsen auch vor sich hin. So. So. Tür zu. Tür zu, habe ich gesagt. So. Gut. Felder, 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 Felder. Ein Feld wollten wir ja noch bauen, irgendwie da hinten. Da können wir eigentlich einmal aus dem Vollen schöpfen, aber wahrscheinlich der Zaun wird nicht reichen. Weil es jetzt verbraten irgendwie an Zaun. So, aber wir können zumindest schon mal den Boden auslegen. So, so ist doch hübsch. Hier kommt dann noch dann irgendwann mal Zaun hin. Hier kommt auch wieder Zaun hin. Jetzt können wir eigentlich noch mal ganz kurz gucken, dass wir hier so ein bisschen diesen Vorplatz ja aufbereiten, vorbereiten für den Cobblestone. Für den Cobblestone. Für halt eben, dass es ein Vorplatz ist. So. Hier an der Wand bleibt er, wie er ist. Und hier ziehen wir einmal dann auch das Zeug rein. So. Da-da-dam, 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 da-da-da-da-dam, da-da-da-da-dam. Gut. Und dann mit dem Hammer drauf. Ja, so ist doch allerliebst. Jetzt haben wir hier sogar so einen kleinen Vorplatz. Oder man könnte hier natürlich auch sagen, irgendwie, wir machen den nur zwei breit tatsächlich, haben hier dann so ein bisschen Abstand. Gut, wäre halt hier nicht, aber das ist, glaube ich, nicht weiter tragisch. Dann hätte man hier, wäre dann zu bis hier und dann könnte man hier ja irgendwie noch was hinpflanzen, ne? Nein. Wir lassen es erstmal so, wie es ist. Hier geht es dann runter zum Feld. Da, zum Feld, zur Mine. Und dann, ja, haben wir es erstmal wieder geschafft für diese Folge, würde ich sagen. 1 Stunde 3 Minuten und alles, was wir gemacht haben, ist ein paar Felder verschoben. Und ja, bleibt mir nur eigentlich zu sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Tschö!